Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins erstmals auf 0% gesenkt. Das teilte die Notenbank in Frankfurt mit. Auch der Strafzins für Bankeinlagen wird erneut verschärft. Statt 0,3% müssen Banken künftig 0,4% Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken wollen. Notenbankpräsident Mario Draghi wird die Entscheidungen des EZB-Rates ab 14.30 Uhr in Frankfurt begründen. Da fragen wir nach bei Franziska Schimke von der Aktionär TV. Franziska, wie reagiert denn der DAX auf die Entscheidung des EZB? Ja, das ist Wahnsinn, was wir jetzt hier aktuell sehen. Die Erwartungshaltung war riesengroß, aber Mario Draghi hat direkt noch mal einen draufgepackt. Nicht nur eben, dass der Leitzins auf Null gesenkt wird. Nein, man hat auch den Einlagesatz noch einmal eben gesenkt. Und was man auch macht, das Anleihekaufprogramm ausweiten von 60 auf 80 Milliarden monatlich, was wohl dann ab April starten wird. Jetzt ist man natürlich noch gespannt im Rahmen der Pressekonferenz, ob man dann eben auch noch den Zeitraum verlängern wird. Aber es hat ganz klar Auswirkungen hier auf den Gesamtmarkt, nachdem wir den ganzen Vormittag genau auf diesen Moment gewartet haben, hat der DAX im Vorfeld schon angezogen und jetzt noch mal einen mächtigen Satz gemacht. 9.966, der aktuelle Stand ist ein Plus von 2,5%. Somit sind wir wieder auf dem höchsten Stand seit Anfang Januar diesen Jahres. Und auch bei der Gemeinschaftswährung sehen wir eine mächtige Bewegung. Der Euro verliert sehr deutlich und ist unter die Marke von einem US-Dollar 9 gerutscht. Und die Profiteure jetzt erst einmal, wenn man sich Einzeltitel anschaut, sind ganz klar Aktien der Finanzbranche. Das heißt, die Deutsche Bank und die Commerzbank zum Teil über 6% fester unterwegs. Franziska, danke schön nach Frankfurt.